Herzlich willkommen. Heute geht es wieder weiter mit einer nächsten Folge in unserem Brieftaubenkanal. Wie bereits angekündigt, wollen wir euch heute von einem roten Vogel erzählen, der Nummer 127 aus dem Jahr 2002, aber dazu später mehr. Zunächst noch ein paar aktuelle Infos. Wir befinden uns aktuell Anfang Mai, heute ist der 3. Mai. Wir haben jetzt schon teilweise erste Jungen aus der dritten Runde, also langsam ist der Bedarf schon gedeckt. Und die RV'en haben ja teilweise jetzt schon begonnen mit dem Preisflügen. Die RV'en, die für uns interessant sind, beginnen erst am Wochenende. Da sind ein paar Tauben von uns bei Bekannten, die mit unseren Tauben spielen, im Einsatz. Da ist auch immer spannend, sonntags abends in die Listen zu schauen, ob vielleicht eine Taube von uns gut geflogen hat. Also da geht es dann jetzt am Wochenende los. Jetzt spiele ich euch aktuell noch ein paar Bilder ein aus dem Jungtaubenschlag. Da sind jetzt ein paar Junge drin, die teilweise bei uns, teilweise beim Alexander Sprankel aufgewachsen sind. Und die gehen jetzt am Wochenende nach Kroatien und nach Tschechien. Ein paar Jungtauben gehen auch zu Hermann Lauterbach, der eigentlich auch immer ganz guten Erfolg damit hat. So, also hier sehen wir unsere Jungtauben im Schlag. Teilweise bei uns aufgewachsen, teilweise auch beim Alexander Spangl. Ja, das sind jetzt die Tauben, die jetzt hauptsächlich am Montag nach Talent Quattro und nach Derby Brot Kroatien gehen werden. Ein paar sind noch dabei, die Ende des Monats nach Südafrika gehen und zu Hermann Lauterbach. Also das ist jetzt so, sitzen hier ganz entspannt, wie man sehen kann, und machen eigentlich einen guten Eindruck. Opa wird jetzt mal noch zwei Tauben ein bisschen in der Hand vorstellen. Hier ist ein fahlen Vogel, der nach Derby Brot Kroatien gehen wird. Er macht eigentlich auch einen guten Eindruck hier. Das ist aus einem Neuzugang von uns, der im Superstar gut geflogen ist, und der zweiten Asttaube von Mira. Hier ist noch ein Blauscheck. Der kommt aus einem Blauscheck vom Koch und der Dark Blue Sofia, die in Bulgarien so gut geflogen ist. Macht auch einen guten Eindruck. Wäre schön, wenn er auch so fliegen wird, aber das wird die Zukunft zeigen. So, aber jetzt zunächst wollen wir euch jetzt von dem 08034-2002-127 erzählen. So, das ist ein roter Vogel. Das Bild seht ihr jetzt auch im Video eingeblendet. Ja, hier also der Vogel, der 127. Leider ist die Bildqualität nicht so besonders gut, das bitte ich zu entschuldigen. Aber ich denke, ein bisschen was kann man ja doch noch erkennen. Er war sicherlich nicht der beste Flieger, der hier im Hause unterwegs war. Aber vor einigen Jahren haben wir interessante Neuigkeiten über ihn erfahren. Aber jetzt erzählt Opa erstmal ein paar Worte dazu, zu diesem roten Vogel, was er so geflogen hat und wie es überhaupt dazu kam, dass er 2006 hier das Haus verlassen hat. Ja, zunächst muss ich also darauf hin, 2006 hat meine Frau ein akuten Krankheitsgeschehen erfasst und das hat mich dann dazu geführt, dass ich zunächst dachte, dass ich den Taubenflug ganz aufgeben musste. Und aus diesem Grunde habe ich die Reisemannschaft praktisch aufgelöst, habe sie mir einen Vereinskollegen, Herr Weiß, sämtliche Reisevögel abgegeben, der sich dann verkauft hat im Internet. So, und allerdings konnte ich nachher mir auf kleiner Flamme so ein bisschen weiterspielen, allerdings noch ein, zwei Jahre, dann war das leider nicht mehr möglich. Und von dem Verkauf habe ich noch nie was gehört, bis, das war vor drei Jahren, glaube ich, bekomme ich eines Tages ein E-Mail aus Rumänien. Nachdem mir das meine Tochter übersetzt hatte, konnten wir dann zu unserem Erstaunen Folgendes feststellen. Da meldete sich ein rumänischer Züchter, der im Internet einen Vogel, und zwar den 08034-02-127, gekauft hatte und dann ihn zur Zucht eingesetzt hat bei sich.
wie sich dann herausgestellt hat, dann kam die Nachzucht, hat dort in Rumänien Furore gemacht. Und wie er geschrieben hat, haben die ganz hervorragend gespielt, und zwar bis nach Danzig, 1000 Kilometer. Und darüber hinaus war er auch sehr erfolgreich mit der Nachzucht auf Ausstellungen. Internationale Verbandsausstellungen, nationale in Rumänien mit Spitzenpreisen. Und seinem Freund, dem er auch Nachzucht und Eier von diesem Vogel abgegeben hatte, war gleichfalls erfolgreich. Er hatte sich dann nach langen Mühen festgestellt, wo die Taube herkam, hat dann meine Art Anschrift irgendwie ermittelt. Und er wollte nun wissen, ob ich noch von diesem Blut, ob ich noch Tauben hätte und so weiter. Ich habe ihm dann geantwortet und habe ihm dann darauf hingewiesen, dass ich ihn, in 3-4 Generationen später noch, also von der Blutführung noch in meinem Taubenbestand drin ist. Und wenn er also Wert drauf legte, könnte er sich noch Tauben bei mir besorgen. Daraufhin hat er mir sofort mitgeteilt, dass ein Bekannter, der in Hamburg arbeitet, bei mir vorsprechen würde und Tauben, wenn das möglich wäre, sich Tauben hier abholen könnte. Ich habe dann daraufhin vier Jungtiere speziell für ihn gezogen, und kurz 3 Wochen vor dem Termin, an dem die Tauben abgeholt werden sollten, bekam ich dann eine E-Mail von dem Sportfreund aus Rumänien, wo er mir mitteilte, dass sein Freund erkrankt ist und im Krankenhaus ist in Bukarest, und dass es also leider nicht geklappt hat mit dieser Übergabe. Seit dieser Zeit habe ich dann allerdings nichts mehr von ihm gehört. Jedenfalls war ich in gewissem Sinne doch ein bisschen stolz, weil die Nachzucht von den 127 so gut dort eingeschlagen hat. Genau, das ist vielleicht noch interessant. Wir bekommen öfter mal über Facebook heute noch von anderen rumänischen Züchtern Anfragen. Und da kommt es auch schon mal vor, da hat ein Züchter ein Bild von diesem roten Vogel geschickt und hat mich gefragt, ob wir davon noch was in der Richtung haben. Und ich bin mal gespannt, weil es ist jemand, der wohnt in der Nähe von Frankfurt, der wollte im Sommer mal vorbeikommen. Und heute kann man sagen, der Spitzfindige und das schlaue Mädchen sind über die Nummer 1, die auch im Superbowl eigentlich auch ein bisschen drin steckt, ne, sind noch mit dieser roten Taube verwandt. So, vielleicht erzählen wir noch ein bisschen was über die Karriere von dem roten Vogel. Er war jetzt kein schlechter Flieger, aber er hat jetzt in seiner Karriere... Also wie ich feststellen konnte, wurde er 53 Mal gesetzt und hat dabei 30 Preise errungen. Sein bestes Jahr war das Jahr 2004, da war er zweijährig, ne? Ja. Und da erreichte er 11 Preise im Reiseeinsprogramm und war damit drittbester Vogel der Reisevereinigung. Genau, also war auch dieser Meistermannschaft, hat 2004 noch eine Meisterschaft gewonnen, ne? Mit der Zeitschrift beteiligt. War er beteiligt. Und hat er als Jungvogel bei 5 Einsätzen, 4 Preise, hat er schon sein Talent angedeutet, ne? Aber er war jetzt nicht der überragende Spitzenflieger, er war recht zuverlässig. Und war in der Hand und so weiter, vor allen Dingen war ein schöner Vogel, der also, sag mal, wenn jedem sofort ins Auge gefallen ist. Ja, das kann man auf dem Bild, denke ich, kommt das auch ein bisschen rüber, dass das ein toller Vogel an sich war. Aber es ist eine interessante Geschichte, da haben wir eigentlich fast 10 Jahre nach diesem Verkauf hat man was davon gehört, ne? Dass die Jungen vor allen Dingen auf den 900 und 1000 Kilometer Flügen tolle Ergebnisse erzielt haben und auch auf den Ausstellungen. Also der scheint in der Region, wo der Vogel hergekommen ist, scheinen mehrere Züchter diesen Vogel auch zu kennen. Vor allen Dingen die Mühe, die er sich bisher erfunden hat oder festgestellt hat, wo der Vogel genau herkam. Das war für ihn sehr schwierig anhand der Nummer und so weiter, bis er das meine Adresse ermittelt hat. So, wenn ich das auch richtig verstanden habe, hat er den Vogel praktisch aus zweiter Hand erhalten. Also so habe ich das verstanden. Dass er den Vogel, also der Vogel wurde von hier aus nach Rumänien verkauft, über unseren Sportsbund Weiß. Und dort wurde er dann scheinbar an diesen Züchter weiterverkauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so in etwa. Ja. Kann ich vielleicht noch ein paar Worte über die Abstammung von dem 127 verlieren? Wie gesagt, die Abstammung ist so, diese
Großvater und Großmutter, väterlicherseits, ist ein blauer Vogel, das ist auch der Großvater von Spitzfindig, den ich heute noch im Schach habe. Und die Großmutter, das war ein Ei, das ich im Jahre 1902, im Jahre 1997 bekam ich von Spurz von meinem Freund Vorleger, der ja sehr erfolgreich in St. Louis geflogen hat, einige Eier, und darunter war auch die Nummer 31 von 97, und die war gepaart mit dem blauen Vogel Nummer 83, und das waren die Großeltern des 127. Und von Mutterseite her ist erwähnenswert, steckt noch eine Taube drin von dem bekannten Züchter Heinen aus St. Wendel, das war eine Dunkelschimmeltäubin, die ich auch einige Jahre in der Zucht probiert habe. Ich muss allerdings sagen, so hundertprozentig hat das nicht hingehauen. Sie war zwar nicht schlecht, aber ein guter Durchschnitt war sie ohnehin. Ja, aber wie das manchmal so geht, da hätte man nie damit gerechnet, ne, dass man von so einer Taube noch was hört. Ne? Und du warst ja immer ein Freund von roten Tauben und eine. Ja, das haben wir schon mal erwähnt. Ja. Also mir ging es immer darum, durch die Vererbung mit der roten Farbe, da führt ja dazu, dass man schon in jüngsten Jahren, also nach einigen Tagen, wenn 10 Tage alt sind, wenn die Federfarbe erkenntlich ist, man schon Geschlechtsbestimmung machen kann. Und also deswegen war mir immer lieb, wenn ich ein oder zwei rote Weibchen in der Zucht hatte. Und dann konnte ich schon gleich sagen, das ist ein Vogel und das ist ein Weibchen. Genau. Und was noch bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, da stellte sich auch der ein oder andere Fremdbefruchtung ist dadurch auch aufgefallen. Je nachdem, wie die Farbentwicklung war. Rote Weibchen und gehämmerte Vögel. Und wenn dann die gehämmerte Vögel rauskamen, dann war schon klar, dass das nicht gestimmt hat. Stimmt aber. Was vielleicht auch noch interessant ist, Opa hatte den Sport von Hollecker erwähnt. Der haben ja heute ja auch noch Tauben von Hollecker. Und in dem zum Beispiel Superboy, der Vater von der Asttaube, der Bekrot, ist ja auch ein Sohn von einem Originaltaube von Hollecker. Und wir haben noch aus dieser Linie noch ein, zwei andere Tauben. Günter Hollecker war jahrelang Spitzenschlag der großen Reise in St. Louis, die also sehr stark war und wo es sehr schwer war, in der Spitze mitzumachen. Genau, also da sieht man schon mal, dass sich so Tauben eigentlich auch dann überall durchsetzen können. Ne? Aber es war jetzt mal interessant, aufgrund des Internets kam dieser Kontakt auch erst zustande. Ansonsten hätte man nie wieder was davon gehört. Ja, das war schon. Und ich bin mal gespannt, ob der andere Sportsfreund im Sommer, ob das dann klappt, dass der hier vorbeikommt und sich ein paar Junge für die Zucht mitnimmt. Wird uns freuen, es ist immer schön, wenn die Tauben auch woanders gut fliegen und die Leute zufrieden sind. Ja? So ist es. So, das war jetzt mal eine kurze Geschichte von einem Vogel, einem roten Vogel, der den weiten Weg nach Rumänien gemacht hat. Und da auch wohl seine Spuren hinterlassen hat. Ob er jetzt heute noch lebt, das weiß ich nicht. Also ja, gut, er wäre jetzt 16 Jahre alt. Jedenfalls vor 3 Jahren hat er noch gelebt. Genau, damals hat er noch gelebt, richtig. Ja. Vielleicht kann man im Sommer auch noch ein bisschen was erfahren von dem Sportsfreund. Vielleicht hat er da einen gewissen Kontakt. Ist ja immer ein bisschen schwierig mit der Verständigung, wenn nicht jeder kann da immer hundertprozentig so Englisch in Rumänien und so weiter. Aber wir lassen uns mal überraschen. So, in der nächsten Folge möchten wir euch zwei Neuzugänge vorstellen, die ich mir jetzt angeschafft habe von Winterrennen in Kurabia. Und dann möchte ich jetzt schon eine Vorankündigung machen. Dann steht die Jubiläumsfolge Nummer 50 an. Für die Jubiläumsfolge Nummer 50 haben wir uns was Besonderes überlegt. Da kommt auch wieder ein Gast zu uns, der hier was präsentieren wird und was von seinem reichhaltigen Wissen an euch alle weitergeben wird. Lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.